Salut! Heute geht es um das Futur Simple, also die Zukunft im Französischen. Ihr werdet in dem Video lernen, wozu ihr das Futur Simple braucht, also pourquoi. Und im nächsten Video geht es dann um das Comment. Das heißt, wie bilden wir das Futur Simple der Verben auf ER? Wenn es um Verben im Französischen geht, dann habt ihr bei den anderen Zeitformen schon festgestellt, dass wir immer Regeln brauchen. Regeln, wie wir die Verben beugen, also sie konjugieren. Im Französischen gibt es drei Konjugationsgruppen. Die Premier Group, in die die Verben aimer und manger, also Verben mit der Endung er, fallen. Dann le deuxième groupe, wo zum Beispiel choisir und finir hineingehören. Und die troisième groupe, in die die ganzen unregelmäßigen Verben fallen, wie zum Beispiel tenir, rendre, vouloir und noch viele, viele mehr. Es ist wichtig zu wissen, in welche Gruppe ein Verb. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.